Wird schon werden, immer so richtig schief, denke ich. Bin mir nicht sicher. Hi! Der Mensch, der den Hänger gleich transportieren muss. Wer bist du? Der Roman! Wer bist du? Ich bin der Sven. Danke. Ich glaube, ich stehe im Weg. Wer bist ja. du? Ich bin, ja, gute Frage. Ich glaube, der Carsten. Wer macht du 36? Wir sind grundlegend wieder zu spät. Auch mal von mir ein Willkommensknopf. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Mieze schon alles erzählt hat, aber wie ihr seht, es regnet in Strömen. Da ist ein Meskili, da ist Klangcharakter, das komplette Team ist anwesend und noch Unmengen mehr. Ja, also es ist richtig beschissenes Wetter. 1:1 wie in Jurassic Park für den T-Rex. Aber ist uns egal. Das hat jetzt so viel Organisation gekostet. Ja, wir ziehen das jetzt knallhart durch, egal ob wir wegfließen oder nicht. Besser geklappt als vermutet. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Wir mussten Holz holen. Unsere Männer wollen Feuer machen. Wir brauchen Holz. Ja, also das erste Zelt steht so halb. Bald ist es noch trocken. Da oben ist alles nass. So nass ja. Also jetzt haben wir das Zelt aufgebaut. Meine ist total schön. Und jetzt werden wir noch die technischen Sachen holen. Wie heißt denn der Träger? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Der Träger, der war vorhin nur Träger. Ist das jetzt der Träger? Also wir haben jetzt ein Zelt, da ist es halbwegs trocken. Da kommt jetzt ein Teil seiner PA-Anlage rein. Ja, wir hatten vorhin schon den ersten Kollateralschaden mit unserer Autokarawane. Karawane. Der Fred ist nämlich gleich erstmal schön stecken geblieben. Der Sven musste sie dann rausziehen. Ein Stromaggregat. Hier ist nirgendwo eine Steckdose. Welch Wunder. Wir haben Feuer gemacht! Feuer! Damit ihr da hinten auch mal das Kamerateam beim Arbeiten seht. Hi. Ich komm mal gucken. So, hallo Leute, jetzt sind wir im Ich glaube, so viel Rauch hatten wir auch noch beim Dreh. Hallo Glöckchen. Also so langsam sind alle angezogen, die Kochtöpfe werden sauber gemacht. So, selbst der Semu hat sich in Schale geworfen. Ja. Guck mal hier, Fell, ne? Wir drehen jetzt gleich für diese ganzen Videos, die noch drumherum passieren, ein kleines Kochvideo, wie man mittelalterlich so gekocht hat. Genau. Ja, ansonsten werden Glöckchen und ich gleich zum Schnüffeln abgestempelt. Ich glaube, das ist auch das erste Mal in dem Blog, dass wir mal zu zweit im Bild sind. Übrigens, oh Gott, das geht gar nicht. Das ist Dörte. Das musste jetzt sein. Die Brille kommt natürlich für das Musikvideo noch aus. Echt? Sehe ich zwar nichts mehr, aber jetzt so für hinter den Kulissen. Also lass ich die mal an, sonst sehe ich nämlich wirklich nichts. Lauf mal rum. Ja, lauf mal rum. Präsentiere dich. Ich habe Haare und stehe im Regen. Ist das nicht eindrucksvoll genug? Ich bin mittelalterlich gekleidet, so mehr oder weniger. Jungadel um 1400, auch sogenannter Handelsadel. Und das haben wir noch, warte mal. Wie lange kennst du mich jetzt? Zu lange. Oh. Ungefähr 4 Jahre. Wir stellen prinzipiell ein Bauern-Ehepaar aus dem Früh- bis Hochmittelalter dar. Also das sieht man halt hauptsächlich an der Farbgebung, dass das Früh- bis Hochmittelalter ist, weil das alles sehr dunkle, sehr bedeckte Farben sind. Und zwar im feinen Sonntagskleid. Unter anderem daran zu erkennen, dass dieser Gürtelschnippel echt lang ist. Das konnten sich damals die meisten Leute nicht wirklich leisten, außer halt für das feine Sonntagskleid. Bei mir ist es halt eher ein Marktdress, das hören Sie mir alle zu. Sehr einfaches Übergewand, geflicktes Kopftuch, das ist so relativ typisch für ein Marktgewand. Dieses Kopftuch kann man übrigens auch hervorragend als Beutel zusammenknoten und sich an einem Gürtel hängen. Das ist sowas, was ich mal fabriziert habe, weil ich habe keinen Beutel. Oh, die sind fleißig am Drehen. Ich gucke immer bei den Kochmenschen vorbei. Ich weiß nicht, was ich eigentlich filmen wollte. Nämlich den Roman, wie er uns hier die Eier ausbrütet.
Man muss sich um seine Kinder kümmern. Ja, macht er gut. Also ihr habt immer warme Eier. Ja, auf jeden Fall. Eier, wir brauchen Eier. Eier. Ja. Um Eier. Wir haben Eier. Der Chef hat keine, das ist natürlich blöd. Guten Tag. Ich sehe wieder was. Was? Ich sehe wieder was. Deine Brille. Genau. Einmal, das ist das erste Mal, dass es komplett Team-Block ist. Hört mal auf zu knutschen, man sucht euch ein Zimmer. Wir haben viele Szenen schon gedreht für das Musikvideo. Sehr spontan diesmal, sehr ungeplant, sehr spontan. Genau. Und weil viel zu spät. Ja, wir müssen jetzt, also jetzt müssen wir noch essen und das ist ja, du hast eine Abdruck auf der Stirn. Und dein Hut. Hut macht Abdrücke. Also die mittelalterlichste heute von uns, sozusagen. Ja. Genau, also wir werden jetzt essen und... Ich sehe nichts mehr. Also die meisten hier haben wirklich heute noch gar nichts gegessen, sind schon seit irgendwann, teilweise heute Nacht um drei auf den Beinen. Essen. Wird Zeit, ja. Also wir werden jetzt essen und dann weiter gehen. Ja, das wollte ich dir sagen, wenn du auf Kamera drückst und es ist zu dunkel, dann geht das Licht automatisch an. Das ist ja cool. Kannst du ja noch was erzählen, was wir jetzt vorhaben. Ah, wenn ich was erzählen soll, wo ich Schmerzensschreie zwischendrin von mir gebe. Dann erzähle ich es halt. Also wir haben mittlerweile ziemlich dunkel, eigentlich nicht Nacht, aber dunkel. Die Mieze bereitet sich gerade auf ein Hobby vor von ihr. Ich kann wieder reden, es tut nicht mehr weh. Ja, abgesehen davon, dass ich ehrlich gesagt nichts sehe, weil mich dieses Licht einfach nur maßlos blendet. Was sehr schlecht ist, ich muss nämlich gleich was sehen. Ja, wir werden jetzt noch quasi eine kleine Feuereinlage starten, zusätzlich zu, wir haben ganz viele Kerzen aufgebaut und auch die Feuerschalen noch brennen und werden jetzt noch eine Runde Feuer spucken zum Abschluss und dann für heute für beendet erklären. Ich hätte auf mich zu blenden, ich sehe nichts mehr. Also wir sehen uns dann wahrscheinlich, wenn wir bei der Mieze sind, heute Abend nochmal kurz wieder. So, ja. Wir sind wieder im Warmen, wir sind wieder im Trockenen und wir riechen nach Lagerfeuer. Und wir, das sind mittlerweile nur noch ein paar Personen, nicht mehr alle. Einige sind schon voll die Stimmung auf hier Achse. Ja, wir sind ein bisschen fertig. Ja, ein paar kommen wieder, die anderen sind einkaufen. Ja, und morgen sehen wir auch noch ein paar. Da kommt einer. Da kommt schon der Nächste. Hallo. Ja, jetzt sind wir wieder einer mehr. Sind wir auch noch eingewanderter? Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt mal für den heutigen Tag. Morgen geht's weiter, ja. Aber das seht ihr dann in einem anderen. Ciao. Tschüss.